Hallo zusammen und weiter geht's hier bei Kenshi. Ich weiß gar nicht, die wievielte Episode das jetzt ist. Ich find's nur toll, dass alle anfangen zu... Na okay, fast alle anfangen zu arbeiten, nachdem ich hier geladen habe. Weil sie ja die festen Jobs zugewiesen bekommen haben. Nur zwei tanzen wieder aus der Reihe. Ich muss mal schauen, was wir jetzt machen können. Und zwar craften wir ja fleißig hier einen Horse-Chopper nach dem anderen. Die bringen ja ordentlich Geld. Und ich bin mir nicht sicher, was wir hier reinbauen sollen. Ich hatte, glaube ich, überlegt, da irgendwie so einen Shop-Counter oder so reinzusetzen. Hier das Haus wollen wir auch fertigstellen. Ja. Möglichkeiten über Möglichkeiten. Ich würde sagen, ich schaue mich noch mal schnell um, was man denn da machen kann. Und ansonsten könnte ich ja mal mit einer besseren Verteidigung anfangen. Vielleicht mal irgendwas Waffiges bauen oder eine vernünftige Mauer. Die ist ja nur provisorisch und schief und unterschiedlich hoch. So, was haben wir denn hier? Crafting. Wir machen gerade, was machen wir gerade? Stone Mining, okay. Leather Armor Crafting Dings. Clothing. Da könnte ich natürlich auch dran basteln. Ich brauche mehr Leute. Ich brauche mehr Leute und damit ich hier mehr machen kann gleichzeitig. Und dazu brauche ich Geld. Und für Geld brauche ich diese gecrafteten Waffen. Das ist schon mal wichtig. Farming. Ich denke, an Farmsachen soll es das erstmal gewesen sein. Nur den Generator. Waffenstand. So, ich würde sagen, zum Lagern, das kommt hier rein. Geht es überhaupt weiter hier? Ja, ihr seht ganz langsam. Zieht es sich höher. Na, das braucht man nicht. Na, Walls. Das sind noch die alten. Ah, Notice by Dust Bandits. Jetzt geht's los. Stone Mining ist gleich fertig. Danach kommt Level 3. Und danach Advanced Weaponsmith. Smith Thing. So. Aber wir gucken uns jetzt mal um. Wir sind ja schon öfter mal geortet worden. Mal kamen welche, mal kam niemand. Wenn ich jetzt wüsste, was ich nicht weiß, würde ich ja meine 7 Sachen packen. Und mich verkrümeln. Aber ich nehme mittlerweile ja diese Drohungen gar nicht mehr so ernst. Ich sehe auch schon wieder niemanden. Ja, jetzt ist jetzt wahrscheinlich werde ich jetzt unvorsichtig und dann kriege ich sie richtig. Ist eigentlich aber egal. So, Blend ist Fetch. Dann geht der Adriano schon mal Sachen packen. Damit wir gleich was verkaufen können. Ist er denn schnell? Ne, der ist langsam, ne? Ja, der ist scheiße langsam. Ja, komm. Geh mal hier hin. Dann lädst du das erstmal ab. Ich weiß jetzt nicht, was es wiegt. Könnte man ja mal gucken. Ah, 2 Kilo ist jetzt nicht die Welt. So. Moderates Gewicht, ist er schneller? Ja, nicht wirklich viel. Ich brauche mal so eine Verteidigungsscheiße, so eine Armbrust oder so eine dicke. Das würde
schon in Ordnung gehen. So, ich packe jetzt trotzdem mit ihm ein paar Sachen ein, damit es auch hier mal vorangeht. Und dann würde ich... Nee, wir machen es anders. Er geht hier hin. Wer ist denn noch hier? Fisch? Ja, da steht Waitlist. Das heißt, der Fisch kann das mal machen. Der ist ja um einiges fixer drauf. So. Stone Mining. Stone Mining ist complete. Ja, dann können wir da vielleicht was bauen. Horst Chopper ist... Zwei behalten wir. Den Rest würde ich verkaufen wollen. Das macht nur Sinn. So machen wir es. Jetzt bin ich natürlich heavy beladen, aber ja gut. Ups, upsies. Und auf. Mal gucken, wie lange er braucht. Ich... Ja. Ich kenne die Befehle in Kenshi noch. Das ist, läuft, geht alles ganz locker leicht von der Hand hier. Ich mache es ein bisschen schneller. So, möchte zwischendurch nochmal auf ein paar Sachen hinweisen, weil ich weiß, einige Leute, oder das machen ja die meisten so, die abonnieren einen Kanal und dann gucken die vielleicht ein Let's Play, eine Let's Play-Reihe, die für sie interessant ist und die anderen nicht so. Deshalb wiederhole ich das so ein bisschen in verschiedenen Videos, was ich zu sagen habe. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Und zwar möchte ich meinen Kanal ein bisschen, ja, nicht umbauen, aber ein bisschen umstellen, einige Sachen lassen, einige Sachen neu anfangen. Zum Beispiel die Sache mit dem Hamsen würde ich gerne weiter ausbauen. Ich würde gerne mehr zusammen machen. Zum Beispiel ja mit ihm halt selbst. Ich muss ihn nochmal fragen. Vielleicht machen wir auch nochmal eine Let's Play-Reihe zu Chivalry. Zumindest ich, dass ich da anfange und er halt die weitermacht. Wer die gerne sieht oder sehen möchte oder noch jemanden sucht, der Chivalry Let's Play, dann guckt doch mal bei Hamsen Zockt vorbei. Rechts im Kanal. Bei mir ist seiner verlinkt. Und ansonsten würde ich natürlich gerne mit dem Kanal ein bisschen größer werden, ein bisschen wachsen. Das geht vornehmlich natürlich durch Views, durch Likes, aber natürlich auch durch Kommentare. Und da kommt ihr dann ins Spiel. Selbst wenn ihr euch nicht sicher seid, schreibe ich das gerade richtig oder ist der Kommentar nötig, macht's einfach. Ihr tut mir damit einen Gefallen. Und wenn ihr meinen Kanal abonniert habt, tut ihr euch dann ja letztendlich selber auch einen Gefallen, wenn mein Kanal dadurch ein bisschen gepusht wird. Ich bin dann einfach, die Videos werden dann leichter zu finden sein. Und das macht alles dann viel leichter und angenehmer. Was ihr auch natürlich noch machen könnt, ist einige Videos... Ups, was habe ich hier gemacht? Scheiße. Nein. Auf den sozialen Netzwerken mal... teilen. Das wäre natürlich super. Dadurch erhöht sich hier die Reichweite, die ich habe mit meinen Videos, natürlich ganz beträchtlich. Ich habe ja meinen eigenen Facebook-Kanal hier zu gegründet, parallel oder etwas nachträglich. Und ich habe da auch eine tolle App eigentlich drauf eingerichtet. Das heißt, wenn ihr mich auf Facebook liked, seid ihr immer über alle Videos hier informiert. Könnt ihr mich natürlich auch gerne liken, hinzufügen, whatever. Und natürlich auf euren eigenen Facebook-Seiten oder, was weiß ich, Twitter mal ein Video von mir oder vom Hamsen oder von irgendwelchen anderen Leuten gerne mal verlinken oder teilen. Oder es gibt natürlich die Möglichkeit, Videos zu favorisieren. Das ist alles sehr hilfreich. Wollte ich euch nur mal darauf hinweisen. Show me what you got. Ja. Zack. 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 So, und jetzt sind wir wieder bei 3, 6.
Jetzt könnte ich natürlich eine Waffe holen, aber... Menschen. Menschen sind wichtig. Stahl ist nicht stark. Fleisch ist stärker. Ja, bitte kommentieren, was war das für ein Film? Einer meiner Lieblingsfilme. Übrigens. So, und ich will gerne reingucken können. Dankeschön. Was ist, bist du ein... du bist der Plastic Surgeon. Nein. Du stehst hier so komisch. How much? Oh man, no thanks. Erstmal no thanks. Weg. Haben wir hier nicht noch einen? Bisschen mager das. Police. Ich vergesse immer, was hier alles so ist. Ja, dann mache ich das jetzt mit dem Arzt. Urine. Soto. Nein. Ist ja ein Arzt. Da kann ich mir das auch besser merken. Dr. Mabuse. Ich hoffe, es ist ein Kerl. Sonst würde das nicht so wirklich passen. Und auch hier lassen sich anscheinend die Banditen wieder Zeit. Zap. Was ist mit Cat Stevens? Naja, sie haut da drauf, weil... ist so. Ich könnte natürlich auch mehrere direkt gleichzeitig machen. Und dann gucken wir uns mal an. Mit, ja, doch, mit Fisch war es, ne? Build Mining. Was ist denn der Unterschied? Effizienz Improvements, okay. Acht Leute kann ich da reinstecken? Da kann ich sieben reinstecken. Effizienz einmal steht da. Raw Stone wird produziert. Raw Stone wird hier produziert. 5 Stunden Build Time, 2 Stunden Build Time. Power 0, Power 0. 5 Material, 3 Material. Ja. Ich würde das jetzt machen, weil ich es kann, aber... aber ansonsten... aber ansonsten muss das ja gar nicht mal so sein. So, Fisch macht das jetzt. Und Dr. Mabuse geht mal hier hin. Und dann kann... obwohl, ist ein Arzt, der Dr. Mabuse, ne? Der kloppt direkt mal... die Ohrmine. Und daneben. Ne? Macht ja Sinn. Da habe ich die Minen und den Stone-Prozessor da. Hier werden dann so die Lagerhäuser und hier kommen dann die größeren hin. Ja, und dann gucke ich eigentlich, will ich mal... was ist fertig? Das hier? Sauer. Müsste ich mal schauen, dass ich das irgendwie mal abschließen kann hier. Also, mauertechnisch. So, wir craften. Sollen wir sowas craften? Ich will das noch gar nicht craften. Ich brauche es eigentlich noch nicht. Na. So. Neu. Was mache ich denn? Nein, weg. Rag Shirt.
Trade Value 3, das bringt alles nichts. 40, 60. Das Bandana, das schützt mich ja auch überhaupt nicht. Weiße Weste habe ich sowieso nicht. Was war jetzt nochmal das teuerste? Das Cloth Shirt. Ich würde eins mal machen, um zu sehen. Blend. Macht das. Jetzt bin ich mal gespannt, was er sich holt. Wenn er sich denn was holt. Junge. Guck mal her. Ja, das ist natürlich schlau. Kommt der nicht an die Fabrics ran oder was? Du gehen. Du hier rein. Gehen. Du. Hier. Er geht nicht rein. Warum geht er nicht rein? Ist er dumm? Er macht es. Du bist schlau. Blend nicht. Warum ist Blend nicht schlau? Nein, der ist zu dumm, die Tür zu finden. Das ist unglaublich. Ich sollte echt einen Einstellungstest machen mit denen. So, dann geht Blend jetzt hierhin. Das ist vielleicht scheiße, weil es länger dauert, weil er hat einfach keinen Plan von nichts. Aber vielleicht kann ich Thumper hier reinstecken. Nein, also das Haus, es kann nur Jimbard betreten. Warum auch immer. Kurz. Thumper, Randa. Dankeschön. Eis. Warum? Warum arbeitet der nicht? Ich nichts verstehen. Warum ist nicht hier? Du hast Wasser. Das ist gut. Du Wasser tun hier rein. Was macht Jürgen jetzt? Jürgen hat jetzt Wasser geholt. Also irgendwie laufen die gerade nicht so ganz rund. Das tut mir in der Seele weh. Tech. Level 3. So, jetzt muss ich mal gucken. Defense. Ich mach das. Dann können wir nämlich endlich mal Dinge machen. Cooking will ich nicht. Stone Mining 2. Hatte ich das nicht? Ja. Ich nix verstehen. Thief Training. Nee, dann machen wir mal das und das. Und dann haben wir eine Menge zu tun. Jo. Und ja, wir haben nicht viel geschafft. Irgendwie weiß ich nicht.
sind ihr seit dem letzten Mal ein bisschen verblödet, vielleicht zusammen mit mir. Ich habe ja auch schon wieder irgendwie einiges vergessen. Schade. Aber ich bleibe jetzt dran, ich nehme noch weiter auf. Und ich hoffe, dass in der nächsten Episode mehr passiert. Kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie schnell und wie gut die hier forschen. Und ich weiß nicht, einige haben einfach keinen Bock. Das sieht man hier gerade. Gut, ich danke fürs Zuschauen. Lasst doch bitte, wenn es geht, einen Daumen nach oben da. Und ja, schreibt mal ordentlich was drunter. Vielleicht auch, woran das liegt, dass manche hier nichts tun. Ja gut, er hat jetzt keinen Job. Aber ob euch das auch passiert, wenn ihr das denn spielt, dass die in einige Häuser nicht reinlaufen können. Oder ist die Kiste scheiße platziert? Wenn ihr wisst, woran es liegt, lasst es mich bitte wissen, damit ich das verbessern kann. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Teil wieder von Kenshi. Macht's gut, bis dahin.